Wenn du in einem Akkord eine Sekunde siehst, Sekunde sieht so aus. Es sind zwei Töne gleich nebeneinander. Ja, sie kleben ganz eng zusammen. Wenn du in einem Akkord eine Sekunde siehst, dann nehmen wir einfach den oberen Ton von dieser Sekunde. Also der obere Ton ist hier C, ja? C ist höher als H. Nehmen wir den oberen Ton von dieser Sekunde. Dann wissen wir, dass es ein C-Septakkord ist. Ich zeige dir gleich, wie ich zu diesem Ergebnis gekommen bin. Wir bauen jetzt ganz normal ein C-Septakkord von unten. Das ist jetzt ganz normaler C-Septakkord. C, E, G, H sind alle Terzen. Aber wenn wir jetzt eine Umkehrung davon machen, Umkehrung, das ist, wenn man den unteren Ton oben spielt. Also nehmen wir hier C weg und spielen C einfach eine Oktave höher. So, dann sehen wir plötzlich, dass wir hier eine Sekunde haben. Nehmen wir den oberen Ton von Sekunde, das ist C. Und dann wissen wir, dass es ein C7 ist, C7-Akkord. Wir können noch eine Umkehrung machen. Also nehmen wir jetzt diesen unteren Ton, E, weg. Und den spielen wir jetzt oben. Also E, da oben. Dann sehen wir, dass Sekunde bleibt trotzdem da, wo sie war. Also hat nichts geändert, das ist immer noch C7. Und so weiter. Wir können jetzt noch eine Umkehrung machen, nehmen wir dieses G weg und spielen wir oben. Aber trotzdem, Sekunde ist da, wo sie früher war. Das heißt, egal welche Umkehrung haben wir in einem Akkord, müssen wir einfach Sekunde finden und den oberen Ton von Sekunde nehmen, dann wissen wir schon, welcher Akkord ist das.